Erstmal nochmal herzlich willkommen an alle hier in unserem kleinen Nutzfahrzeugmuseum. Mein Vater, ich habe das gerade schon mal erzählt, hat 1980 angefangen zu sammeln und ist damals für verrückt erklärt worden, weil man Nutzfahrzeuge nicht sammelte. Die schmiss man weg, die schlachtete man aus, die verkaufte man, aber die restaurierte man nicht. 1980, 81 gab es in Deutschland 6 restaurierte LKWs, man kannte sich, und heute gibt es, glaube ich, 6.500 restaurierte zugelassene LKWs. Das ist echt so viel schon. Ja, ja, es ist also wirklich eine Riesenszene geworden. Bei uns ist es eben so, und das ist das Schöne und das Interessante, wir sind eine alte Spediteursfamilie, unser Unternehmen ist 1929 gegründet worden. Exakt mit diesem LKW hat mein Großvater mit einem Kumpel zusammen sein Fuhrgeschäft eröffnet. 1929 natürlich eine denkbar schlechte Gelegenheit zur Weltwirtschaftskrise, aber der Bedarf, der Transportbedarf war da, vor allen Dingen der überregionale Transportbedarf. Und man muss sich das vorstellen, da vorne ist ein Foto, da ist es zu sehen, Düsseldorf 1931. Wir haben also mit diesem LKW, mit diesem Krupp, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 37 Stundenkilometer, mit Vollgummirädern hinten auf der Hinterachse und mit Vollgummirädern auf dem Anhänger in Düsseldorf bei der Firma Henkel geladen, Waschpulver, zum Beispiel für Breslau. Ein richtiger Schwerlast-LKW. Wenn der Krupp noch so ein bisschen, aus meiner Sicht, so ein bisschen Lieferfahrzeugcharakter hat, ist das hier ein ausgewachsener LKW. Eine interessante Geschichte hat er hinter sich. Und zwar ist er von seinem Erstbesitzer 1935 gekauft worden, ist im Krieg requiriert worden, war weg. Er hat den nach dem Krieg in Frankfurt auf seinem Sammelplatz wiedergefunden, allerdings mit zerschossenem Fahrhaus. Deswegen, das Fahrhaus ist im Grunde genommen zu modern, das ist Nachkriegsfahrhaus. Und das Fahrhaus oder das ganze Fahrzeug ist fast unrestauriert. Das heißt also, wir haben diesen LKW irgendwann Ende der 80er Jahre kaufen können von der Familie und haben den nur ein bisschen aufarbeiten müssen. Und wenn man hier mal reinguckt, rein riecht, das ist eigentlich viel interessanter. Ja, genau. Noch ein anderes Detail, was sich der eine oder andere vielleicht fragt, warum diese gelben Dreiecke drauf sind. Genau, also dass man die auch runterklappen kann, die sind auch beleuchtet, dass man einfach von vorne sehen konnte, da kommt einer, da ist ein Anhänger dahinter. Im Grunde genommen das auch. Aber oft wurden Fahrerhäuser auch beim Fahrzeugbauer oder beim Stellmacher seiner Wahl gebaut. Also wir hatten gerade das Thema von Wackenhut. In Münster gab es Kiffe, es gab Aurepa. Es gab also viele Hersteller, auch gerade Löhnefahrzeuge, war auch oft Geschmackssache. Es gab Ackermann zum Beispiel, Fürlauf, genau. Und das hat sich dann irgendwann in den 60er Jahren, als es diese Stahl-Standardfahrhäuser gab und die Frontlenker, wo das alles komplexer wurde, hat sich das nach und nach eigentlich erledigt, weil es auch nicht mehr lohnte. Aber das ist schon interessant. Und ich sag mal, hier bei dem Büssing 8000, hier auf der Seite, das ist die Initialzündung unserer Sammlung von 1980, 81, als mein Vater damit angefangen hat. Das ist der Prototyp des Fernverkehrs-LKWs in den 50er Jahren gewesen. Also man sagt auch wirklich der Rolls-Royce der LKWs. Also klassischer kann so ein LKW nicht aussehen. Es gab auch eine Fernsehserie, die Fernfahrer in den 60er Jahren. Genau. Spediteur Hausmann, der hatte auch ein Büssing 8000. Und das ist wirklich ein richtiger Schwerlast-LKW, 13 Liter Hubraum, lief damals 62, 63 und das war auch schon so ein bisschen der erste Niedergang für Büssing. Mercedes kam damals mit einem Typ L6600 und der 66er, wie er genannt wurde, lief schon 80. Und wer nicht die übelsten Steigungen zu fahren hatte, also gerade im Berlin-Verkehr, nahm diese 6-6er den Platz von Büssing ein, weil die so schnell waren. Wir haben irgendwann in den 80er Jahren hinten andere Planetenräder eingebaut, damit wir auf der Autobahn so 75 fahren konnten. In den 80er Jahren konnte man mit 63 noch auf der Autobahn fahren, heute wird man überholt. Also das wird nicht lange dauern, bis man einen Auffahrunfall provoziert hätte. Damals ging das noch. Thank you.
Das andere Thema war, wenn die Berge raufgefahren sind, die sind ja oft überladen gefahren. Wenn der erste Gang nicht mehr reichte, und selbst, die haben das sogar so gemacht, die haben den Anlasser dazu gezogen, die 3-4 PS, die der Anlasser hat, dann haben die den Rückwärtsgang raufgezogen, weil der Rückwärtsgang kleiner untersetzt war als der erste Gang. Und das Auto ist tatsächlich in den 70er Jahren als Glastransporter gelaufen. Ich habe den selber als Kind gesehen und ich kannte den als Jugendlicher auch nachher auf älteren Veranstaltungen. Ich habe dann mal davor gestanden, staunend. Und dann kam eben dieser Dreiachser, Büssing mit 12 Meter Länge, 10 Meter Ladelänge, was außerordentlich war, Frontlenkerfahrerhaus, mit diesen Riesenrädern, die eben keine Zwillingsbereifung brauchen, sondern man kann das ohne Zwillingsbereifung machen. Die Reifen sind leider auch heute so die Achillessehne dieses Fahrzeuges, weil es diese Reifengröße auf der ganzen Welt nicht mehr gibt. Also wir sind auf der ganzen Welt telefonisch gewesen, wir haben mit Michelin, Conti, mit allen Firmen gesprochen, die Form gibt es nicht mehr. Man kann an einem LKW oder an einem PKW vieles nachmachen, nur einen Reifen selber backen, das können wir nicht. Und wir haben mal auf eBay Reifen gekauft, die haben wir dann gut erneuert, die haben es dann innen aufgelöst, weil das Metall natürlich, der Draht natürlich irgendwie verrostet war. Und wir trauen uns auch eh nicht mehr mit auf große Fahrt zu nehmen, also wenn dann irgendwie Richtung kommt. Wir haben noch ein paar Reifen liegen, aber das ist wirklich etwas, was dieses Auto irgendwann komplett auslaufen werden wird. Gebaut worden sind von dem Fahrzeug nur 53 Stück. Und restauriert gibt es heute nur zwei. Einen, den wir haben und einen, den die MAN hat. Es gibt noch einen dritten, wer Interesse hat. Der Schrott kostet 75.000 Euro. Ich würde dann vielleicht nochmal 300 draufrechnen, dann hat man so ein Auto. Wir haben das damals so in Handarbeit gemacht in den 80er Jahren und wir haben das alles zum Schrottpreis gekauft. Also unsere Fahrzeuge sind hier bis auf eine Ausnahme alle zum Schrottpreis gekauft worden. Und das Fahrerhaus ist auch so ein Holzblechfahrerhaus. Als wir das damals abgenommen haben, ist das in sich zusammengefallen. Also da sind zwar alte Teile drin. Ist das zum Baujahr? Das ist auch Baujahr 53. Ja. Also Blech auf Holz mit einer Kunststoffkappe drauf. Also das da oben ist schon aus Kunststoff, aus Polyester. Hier ein Turbomotor schon mit 310 PS. Was Anfang der 70er Jahre schon ein Knaller war. Also 310 PS, über 300 PS, gab es beim deutschen LKW eigentlich noch nicht. Hier nochmal reingeschaut, der Vorteil des Unterflurmotors war, keine Hitze, kein Lärm und den Platz, den Motortunnel nicht. Also mit meiner Körpergröße konnte man da schon drin stehen und sich die Hose an. Das ist ein Büssing 6000, haben wir auch im Fuhrpark gehabt. Das Besondere an dem Auto ist, dass der diese Mannschaftskabine hat. Und das Besondere ist, dass der bei den Stadtwerken in Münster gelaufen ist. Ach. Man sieht das auch daran, dass das ein Stadtwerkefahrzeug war oder ein kommunales Fahrzeug, weil er dieses Windenfenster vorne hat. Also der hat tatsächlich eine Winde am Getriebe angeflanscht. Für mich ist das einfach das optimale Fahrzeug. Der ist schnell, der ist wendig und ich habe den mit 18 Jahren schon gefahren mit einem Dreierführerschein. Deswegen ist das ein relativ kleines Auto. Ich fahre den aber heute in Anhänger. Ich brauche den Klasse 2 dann auch. Und er hat jetzt tatsächlich einen neuen Motor gekriegt. Gucken wir doch mal, was dieser vor 30 Jahren restaurierte Motor so macht. Und der läuft schöner als mein alter Motor, hat eine wesentlich höhere Kompression. Der springt tatsächlich ohne vorzuführen an. Das ist eigentlich bei so einem Vorgänger-LKW eigentlich eher die Ausnahme. Geht's hier? Ja. Der ist Baujahr 55. Ich mache jetzt was, wofür mein Vater mir früher die Ohren lang gezogen hätte. Ich lasse ihn jetzt.